Hallo Alex, Hallo. du hast im Oktober den Motorradführerschein gemacht Ganz und deine genau. erste Fahrerfahrung gesammelt. Genau, und da habe ich halt Probleme mit den Kurven gehabt und dann habe ich mich beim Kurven-Schräglang-Training angemeldet. Gar nichts habe ich mit Motorrädern zu tun gehabt. Das hat mich weder interessiert noch sonst irgendwas, bis ich Mofa gefahren bin und dann ging es los. Und weil das jetzt alles so super geklappt hat mit den Kurven und mit den Schräglagen, habe ich mir gedacht, melde ich mich bei so einem Fun and Safety Training an, wo nur Mädels dabei sind. Da bin ich mal gespannt, wie das ist. Immer mehr Frauen fahren Motorrad. Aber was gehört denn noch alles dazu? Ein Fahrsicherheitstraining ist natürlich nicht nur für Frauen zu empfehlen. Nein, das ist ein Thema für alle. Aber was passiert denn, wenn Frauen unter sich sein wollen, um ein Fahrertraining zu machen? Das Ganze gucke ich mir hier zusammen mit der Alex an. Hier bei Honda in Erlensee wird so ein Training durchgeführt mit sehr wenig Teilnehmerinnen. Wie das Ganze abläuft, gucken wir uns zusammen an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ride Smart. Los geht's! Hörst du mich Hallo, schon? ja, ich bin aufgeregt. Ich habe zwar schon so ein Training gemacht, aber heute sind nur wir Mädels dran. Mal gucken, wie das wird. Renata, freust du dich schon? Hallo, ja, ich freue mich wie verrückt und ganz gespannt, was heute mich erwartet hier. Ich erhoffe, dass ich lerne mal mit einer anderen Maschine umzugehen, die etwas schwerer ist. Ich fahre eine relativ leichte Maschine und ich will heute mal was Größeres ausprobieren. Einfach halt neue Erfahrungen zu sammeln, mehr Sicherheit schaffen auf der Straße. Und ja, das ist meine Hoffnung, dass es alles Okay. schön klappt. Eine große Auswahl an Motorrädern gibt es natürlich auch für die Teilnehmerinnen hier. Hier kann jede Teilnehmerin sich ein eigenes Fahrzeug raussuchen. Weiß ich noch nicht welche. Sehen Dann alle gut aus. wählen wir aus in Ruhe. Ich habe mich definitiv schon entschieden. Also ich nehme die hier. Ja. Ja? Freue mich richtig Das ist darauf. gut, ja. Vor Super. allem nur Mädels. Das Ja, ist genau. irgendwie total cool, Ja. weil man sich jetzt so geborgen fühlt, so halt nur mit den Mädels. Und Ja. da ist kein Mann, der sagt, ah, ich mach das jetzt so, ich mach das so. Ja, cool. Nichts gegen Männer, aber die sind dann halt so, Männer sind halt Männer und Frauen sind Frauen. Das sieht natürlich richtig hier Ton in Ton. Wahnsinn. Weißt du Bescheid, ne? Ja, So muss so das sein. 100% für den Style. Dankeschön. Und dann geht's nachher weiter auf der Freifläche. Nach der Vorbesprechung und Fahrzeugwahl wird erstmal hier als Warm-up so ein bisschen gefahren, um den Parcours kennenzulernen. Es sind Pylonen aufgestellt, es wird einfach mal locker gefahren, um sich auch ans Motorrad zu gewöhnen. Was ich sehr gut fand, war so in der Vorbesprechung, welche Erwartungshaltung man hat, was man lernen möchte. Und ja, dann begleite ich das Ganze natürlich, wie das hier in der Praxis aussieht. Hast du Sau Spaß? geil. Die Maschine ist wie für mich gemacht. Ich jetzt eine Selbstbeobachtungsaufgabe mit. Ja, das heißt, ihr beobachtet, was ihr macht. Wie sitze ich denn auf meinem Motorrad? Was kann ich wahrnehmen? Was spüre ich? Los geht's! Du hast jetzt schon mal ein Training gemacht, aber Ja. man nimmt immer wieder was Neues mit, oder? Das stimmt. Doch, das muss ich sagen. Außerdem, du musst ja auch überlegen, andere Trainer. Der eine fokussiert sich da mehr drauf, der andere da. Und wenn du dann noch, wie ich hatte halt das Schräglagentraining, Ja. da war natürlich das ein bisschen anderer Fokus als jetzt hier. Ja, genau. Ja. Also der Unterschied, was ich auch finde, hier sind halt wirklich, man merkt, der Christoph
geht auf die Weiber ein. Okay. Die richtige Sitzposition, die richtige Blickführung, wie fährt man konzentriert, das wird hier alles geübt. Also das ist ein Bestandteil von diesem Training. Ich lerne neue Techniken, wo ich genau hingucken soll, wie ich meinen Körper halten soll. Ja, ihr sollt was und es ist ja ganz wichtig, wie ich auf meinem Motorrad sitze. Und das entspannt den Körper auch, wenn du richtig sitzt. Ja, wird man immer besser. Ich kann das auch nur jedem empfehlen, sowas zu machen. Ich glaube, damit ist sogar besser, wenn man damit erst anfängt und wenn man dann hinter diesen Schräglagenkurs macht. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich merke das ja selber, ich bin auch Anfängerin und wie Hammer das funktioniert, hätte ich gar nicht gedacht. Bleibt gut. Das sind ganz tolle Tipps, ganz individuell beraten. Was machst du richtig, was machst du falsch? Das ist toll. So, was probierst du jetzt aus? Den Lenker zu schieben. Den Lenker von dir wegzuschieben. Genau. Also und dann zu fühlen, was das Motorrad macht. Was das Motorrad macht und wo es hinfährt. Was wir machen können, ihr habt eben gesehen, als ich meine Hüfte genommen habe und den Oberkörper und so. Ich habe da Bewegung ins Motorrad gebracht. Aber das sind Nuancen. Wie sieht der Fahrer den drücken? Das ist anders bei Frauentrainings. Das kann ich noch nicht zusammenfassen. Okay. Da, wo man wirklich mit dem Lenker hinschiebt, da fährt das Motorrad tatsächlich hin. Hätte ich nie gedacht, dass das so ist, wirklich. Das ist schon krass, weil man macht sich darüber gar keine Gedanken. Man fährt und man denkt sich, ah ja, das fährt irgendwie von alleine. Irgendwie macht man das schon. Aber wenn man darüber nachdenkt oder gesagt bekommt, schieb mal, umso mehr man schiebt, umso mehr kommt man dann halt in die Schräglage. Ausweichen. Und danach folgt die Notbremsung. Notbremsung heißt, beide Bremsen so hart es geht betätigen, den Blick weit nach vorne richten. Also hier kann das geübt werden. Super, super gemacht. Klasse. Das ist das Beste am Pass. Das hat jetzt richtig gut ausgesehen. Ja, weil das ist genau das, was mir gefällt. Ist auch interessant mal zu sehen, wenn man so ganz hart bremst, was das Motorrad überhaupt leistet, was es kann, ne? Ja, wie das Motorrad von 85 auf 0 kommt. Boah, das sind Kräfte, Mensch. Also das muss man echt üben, üben, üben. Wie machen Frauen den Armtrainer kaputt? So. Ja, naja, er muss noch bis 5. Mal gucken, ob er durchhält. Er ist kurz vorm Ende ist er. Kurz vorm Ende. Läuft noch, ja, läuft absolut. Mittagspause. Ja, aber bis dahin schon mal gut. Ja. Gibt es so Kommunikationsprobleme oder was? Das liegt nicht an uns, definitiv nicht an uns Frauen. Ehrlich zu sein, habe ich in der ersten Runde gedacht, meine Güte, wo bin ich gelandet? Ja. Aber ich habe echt tolle Tipps bekommen und ich spüre jetzt schon in der Mittagspause, dass ich echt viel gelernt habe
und sitze mit viel mehr Sicherheit auf einer größeren Maschine mit einem größeren Gewicht. Das muss man auch in Betracht ziehen. Ne? Und ich bin ganz gespannt, wie es noch weitergeht. Kurzes Zwischenfazit von deiner Seite. Ich müsste doch mal den Trainer fragen, wie läuft es denn so? Rund. Rund. Es läuft rund und es läuft wie erwartet und es läuft vollkommen komplikationslos und es ist super angenehm. Wir probieren jetzt mal, wie wir unsere Kurven mit unseren Motorrädern fahren. Drücken, hängen. Genau, drücken, hängen, legen. Und dann mal schauen, was hier so übrig bleibt. Wow, okay. Drück die Daumen. Komplett abgefahren. Wie war's denn? Sehr gut, man hat auf jeden Fall viel gelernt oder wieder Neues dazugelernt. Wäre das jetzt so relevant gewesen, nur ein Frauentraining zu machen oder war das mehr ein Zufall? Für mich schon, ja. Ah, okay, ich habe mir das schon speziell ausgesucht. Aber es war lehrreich, ich habe was mitgenommen und das war mir das Wichtigste. Nein, es ist nicht langweilig. Es gab genug Herausforderungen und haben wir ganz viel, ganz Neues gelernt. So, war das auch wichtig irgendwie, dass es speziell ein Frauentraining war oder war das eher ein Zufall? Nee, das war das erste Training, was ich machen konnte. Das habe ich zugeschlagen. Es war super, es war toll. Ja. Erwartungen wurden übertroffen eigentlich. Und also Frauenkurs, das fand ich cool, weil man sich nicht so unter Druck gesetzt fühlt. Sie sind alle so eher in meiner Geschwindigkeit. Super toll, hat sehr viel Spaß gemacht und Daumen hoch für alle. Genau. Super. Und alle Mädels, die irgendwie mal sagen, hier, ich will das machen, meldet euch an. Das war total lustig. Also es war wirklich gut, kann ich nur jedem empfehlen. Macht damit, auch wenn ihr selbstbewusst und sicher fährt, macht es trotzdem mit, weil es gibt noch mehr Sicherheit auf der Straße, es gibt noch mehr Technik und Konzentration und ja, ganz toll. Viel lernt, vor allem wenn man sich bei gewissen Sachen unsicher ist, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und vor allem mit den Mädels, das hat so richtig cool funktioniert. Wer also sich jetzt fortbilden möchte, egal ob Mann oder Frau, dann meldet euch einfach mal an bei so einem Fahrsicherheitstraining. Die bieten nicht nur Spaß, sondern man nimmt immer was mit. Man wird einfach sicherer in der Praxis und kriegt so tolle Tipps an die Hand, dass man das auch sehr gut umsetzen kann. Wie ich finde. Wenn es euch gefallen hat, dann schenkt gerne wieder einen Daumen nach oben oder abonniert den Kanal der Hoch Coburg. Das ist kostenlos und wenn ihr möchtet, guckt ihr auch die anderen Videos von unserer Ride Smart Serie an. Bis dann, macht's gut, ciao.